Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Modell von HP, und zwar ein Omen. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite. Und zwar echt mega schwer zu lesen und super klein. Und ja, also mit dieser Modellbezeichnung findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass man an das Display hier relativ einfach dran kommt. Da muss man nur den Frontrahmen abnehmen. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben rausnehmen, die hier einmal hier oben und einmal hier unten zu finden sind. Und da ist es auch so, die Schrauben hier vorne sind etwas länger als die auf der hinteren Seite. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da findet man alles, was man braucht. Öffner, Pinsetten, ein Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen. Das habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und in dem Fall sind das ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, wir nehmen als Aufsatz hier am besten ein PH0. Um jetzt die Unterseite zu lösen, schaut man sich am besten erstmal an, wo eigentlich die Verbindungslinie zwischen Gerät und Unterseite verläuft. Und das kann man hier auf der Rückseite sehen. Das läuft einmal hier vor dem Grill und dann ganz regulär einmal hier außen herum. Und zum Öffnen nehme ich jetzt einen der Öffner, die auch aus dem Werkzeugset kommen. Und da gibt es auch mehrere Varianten, falls man sich mit einem schwer tut, nimmt man einen anderen. Und dann versuche ich das Gerät hier von der Rückseite her zu öffnen. Das heißt, ich versuche zwischen Gerät und Unterseite zu kommen und da eine Lücke zu schaffen. Und das geht jetzt mal schwerer und mal leichter. Das hängt auch ein bisschen davon ab, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht. Wenn das irgendwo besonders schwer geht, kann man es einfach auch an einer anderen Stelle versuchen. Auch auf der Vorderseite kann man das probieren. Und sobald man eine Lücke gefunden hat, hebelt man dann einfach die Unterseite nach oben hinweg. Das kann sein, dass das teilweise recht laut knackt. Das ist aber tatsächlich normal. Da muss man sich also keine Sorgen machen, dass man da was kaputt macht. Und dann arbeitet man sich so um das Gerät herum. In dem Fall war das jetzt echt mega einfach. Falls das mal nicht so gut geht, wie gesagt, einfach in der gleichen Technik weitermachen. Einmal um das Gerät herum, bis man irgendwann die Unterseite ja dann quasi schon mit den Fingern so ein bisschen abhebeln kann. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt hier irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und wir sehen den Akku hier und in dem Fall läuft das Kabel hier zum Mainboard. Und ja, das ist einfach so nah am Akku, dass es geschickter ist, den Akku einfach direkt auszubauen. Und der wird von diesen Schrauben hier gehalten. Die ja, sind auch alle hier mit M2 beschriftet. Was man allerdings machen kann, ist, man kann das Kabel, soweit es geht, hier aus dem Stecker rausziehen. Und wenn man dann, ja, so wie hier jetzt schon die Kontakte sieht,
dann ist man da wahrscheinlich schon auf der sicheren Seite. Genau, ich sehe hier auch eine Schraube. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht genau, dass das hier unter der SSD sitzt. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Da hebeln wir das jetzt mal vorsichtig an und merken, ja, das sitzt nicht, beziehungsweise es ist nicht verschraubt unten drunter. Ich weiß nicht, ob das bei allen Geräten so ist. Also falls es hier nicht rausgeht, dann muss man die SSD vorher noch entfernen, um dann so an die Schraube ranzukommen. In dem Fall war das jetzt nicht notwendig. Ja, und so kann man den Akku dann eben gegebenenfalls auch tauschen. Gut, was wir hier noch sehen können, ist, wie gesagt, hier schon erwähnt, eine SSD. Auf der Seite ist noch eine zweite SSD bzw. Platz für eine zweite. Man weiß ja nie, was da schon verbaut ist. Wir sehen hier die beiden RAM-Slots. Darüber sind die Lüfter und der Heatsink, der GPU und CPU kühlt. Hier sehen wir noch das WLAN-Modul. Das ist in dem Fall aufgelötet. Und eine weitere Besonderheit hier bei dem Gerät ist, dass man die Strombuchse, sollte die mal kaputt gehen, auch einzeln tauschen kann. Da muss man nicht das ganze Mainboard oder so weiter ausbauen. Und zwar wird die hier von dieser einen Schraube gehalten unter dem Blech. Und dann läuft das Kabel hier am Lüfter vorbei, hier unten zum Mainboard. Das kann man dann nach hinten hin rausziehen und so eben auch die Strombuchse einzeln tauschen. Das ist auf jeden Fall eine super praktische Angelegenheit. Ja, also unter dem Akku sehen wir hier jetzt auch das Touchpad. Und da ist es jetzt aber so, das ist in dem Fall echt super praktisch gemacht. Und zwar ist, das war jetzt natürlich ironisch, und zwar kann man hier unten, ich weiß nicht, ob man das in dem Licht jetzt hier sehen kann, aber hier sind quasi die drei Schrauben. Und an die kommt man jetzt eigentlich gar nicht ran. Die sind so schwer zu erreichen. Man könnte es versuchen, die hier aufzuschrauben. An die würde man noch rankommen, weil der hier drüben hätte man auf jeden Fall richtig arge Probleme. Also ohne Gewehr, man könnte es versuchen. Im Normalfall würde ich sagen, muss man das Mainboard hier austauschen. Nicht austauschen, also ausbauen, um da wirklich ranzukommen. Genau, aber wenn die drei Schrauben draus sind, kann man das Touchpad auf der anderen Seite entgegennehmen. Bei der Steckverbindung hier vorne muss man nur darauf achten, das Kabel nicht einfach rausziehen. Es ist in dem Fall ein Kippschalter, den muss man erst nach oben klappen. Und der gibt dann das Kabel frei. Und ja, da muss man auch beim Wiederverbinden dann schauen. Man sieht hier diese weiße Linie, dass das Kabel dann auch wieder richtig im Stecker sitzt. Dann wird das zugeklappt. Und ja, also Touchpad möglich, aber wahrscheinlich sehr aufwendig. Ganz und gar nicht umständlich ist es hier, den RAM zu tauschen. Der ist wie bei allen Geräten eigentlich immer gleich und wird von diesen beiden silbernen Klammern hier an der Seite gehalten. Wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, dann springt einem der RAM quasi schon entgegen. Dann kann man den einfach aus dem Slot nehmen und so gegebenenfalls auch tauschen. Auch beim Einbau kann man nicht viel verkehrt machen. Der geht nur in eine Richtung. So rum würde der hier gar nicht reinpassen. Das heißt, der kommt einfach in den Slot zurück und wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und ja, genauso einfach ist auch die SSD. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Und sobald man die Schraube raus hat, kann man die SSD genau wie den RAM aus dem Slot ziehen und auch hier nachrüsten, tauschen. Und auch hier ist der Einbau super einfach. Gleiches Prinzip wie beim RAM, geht nur in eine Richtung. Kann man auch super gut erkennen. Das heißt, die SSD zurück in den Slot und dann einfach wieder verschrauben. So, bei den Lüftern ist es hier so, dass die sich beide einzeln tauschen lassen ohne den Heatsink.
Es ist allerdings trotzdem ein bisschen ungünstig gemacht. Zum einen gibt es jeweils drei Schrauben, die den Lüfter halten. Das wäre einmal die, die und die. Und auf der Seite ist das hier unter dem Kabel und eben auch hier unter dem Heatsink. Und das heißt, also man kann das auch hier sehen, die sind beschriftet und da sieht man, wo welche Schrauben sind. Und das heißt eben, dass man den Heatsink tatsächlich losmachen muss, um an die Schrauben ranzukommen. Auf der Seite hier drüben ist es auch so, dass das Lüfterkabel, was hier zum Mainboard geht, eben auch genau unter dem Heatsink sitzt. Also auch da kommt man eigentlich nur ran, wenn der Heatsink weg ist. In beiden Fällen wird das Kabel allerdings einfach abgezogen. Einmal hier in die Richtung und auf der Seite nach oben hin. Und ja, der Heatsink selber wird von diesen Schrauben hier gehalten. Auch die sind nummeriert. Und ja, es ist im Grunde genommen kein Hexenwerk, den Heatsink zu lösen. Also sind wirklich nur die Schrauben hier in der Mitte. Dann kann man den Heatsink abnehmen und danach die Lüfter einzeln losschrauben. Beim Zusammenbauen muss man eigentlich nur schauen, ob die Kühlpaste noch gut ist oder ob man da besser neue nimmt. Und ja, ansonsten einfach darauf achten, am Ende die Lüfterkabel wieder zu verbinden. Vor allem bei dem hier, bevor man den Heatsink wieder drauf macht, das Lüfterkabel verbinden. Genau, also ansonsten möglich und eigentlich auch relativ einfach. Gut. Bevor wir jetzt den Akku wieder einbauen, würde ich den auf jeden Fall erstmal den Stecker hier so zumindest so ein bisschen wieder in die Buchse zurückmachen. Der muss dann hier eben so ein bisschen unter die SSD drunter geschoben werden. Und ansonsten hat man hier jeweils neben den Schrauben noch so kleine, ja, eine Hilfsöffnung für die Führungshilfe, wo der drauf kommt, und dann sitzt der eigentlich direkt wieder auf den Gewinden und muss nur wieder verschraubt werden. Und ganz am Ende auf jeden Fall noch mal schauen, dass das Stromkabel hier wirklich wieder richtig drin sitzt und das Laptop dann auch wieder anspringt. Ja, und dann kann man eigentlich auch schon die Unterseite wieder verbinden. Und die kann man jetzt einfach von oben auf das Gerät legen. Richtig rum natürlich. Nee. Und nach unten hin festdrücken, so dass alle Einraststellen wieder einrasten, auch in der Mitte. Und dann, ja, gehe ich im Normalfall immer noch einmal um das Gerät, schaue, dass wirklich alles zu ist, keine Lücke mehr zu sehen ist, und ja, dann muss man das nur noch wieder verschrauben und hat das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.